Salve, meine lieben Freunde. Und herzlich willkommen hier heute zu einer neuen Episode Minecraft mit Luca Staffel 2. Wir befinden uns hier wieder in unserer kleinen Minecraft-Welt, meine lieben Freunde. Das hier vorne ist ja unsere Hobbit-Höhle. Und ich glaube, der ein oder andere, der sich die Facecammer genauer anguckt, wird auch schon sehen, dass ich hier gerade nicht alleine sitze. Denn neben mir befindet sich Sandra. Hi Leute, ich gucke einfach nur zu heute und ein bisschen kommentieren. Dies, das, anders. Denn ihr seht es auch schon im Titel eingeblendet. Ich habe mir gedacht, dass ich Sandy heute einfach mal meine Minecraft-Welt zeige und ihr zeige, was ich so schon alles gebaut habe. Deswegen, Sandra, für dich erstmal ganz kurz, das hier ist mein Dorf. Und jetzt? Was machst du da so? Was denkst du denn, was ich hier mache? Chillen? Ist das so wie Simpsons? Nicht ganz. Also das ist jetzt auf jeden Fall mein Dorf. Hier wohnen so ein paar Dorfbewohner. Das sind so ein paar Leute, mit denen man auch handeln kann. Guck mal, das sind diese Leute hier unten. Ja, wie Sims. Da sind auch, guck mal, oben links waren, sind auch diese Sterne. Da sind diese Memes, die da über den Sims-Dingern sind. Oder? Nicht ganz. Warum sehen die Menschen aus wie Thaddäus? Auch haben die so eine lange Nase wie Thaddäus. Die Sache ist auf jeden Fall, dass ich mich hier an diesem Dörfchen niedergelassen habe und mir hier selber so ein kleines Häuschen gebaut habe. Das hier ist das Haus, was ich gebaut habe. So ein bisschen in dem mittelalterlichen Stil. Ich habe hier drumherum so ein paar Beeren. Ich habe hier Kartoffeln angepflanzt. Und wenn ich hier reinlaufe, habe ich das so ein bisschen gemacht, dass man so ein bisschen runterlaufen muss. Dann habe ich hier oben mein Bettchen stehen und hier habe ich überall so Fässer mit Sachen drin. Hier habe ich meine Öfen, meine Werkbank, meinen Amboss, Rüstungsständer und hier auch nochmal Stauraum. Okay, sieht hässlich aus. Hast du kurz im Spiegel geguckt eigentlich, gerade? Lukas, warum ist da eigentlich alles so verpixelt? Das ist Minecraft. Ja, wir sind doch mittlerweile 2021. Warum ist das so hässlich? Ja, du bist auch im Jahr 2021, nutzt mich hässlich. Wir werden uns auf jeden Fall heute darum kümmern, dass wir meine Hobbit-Höhle ein bisschen weit... Oh, eine Spinne. Was ist da? Boah, oha! Hier gibt es übrigens auch Schlangen. Lukas, ich gehe gleich raus hier, ne? Das hier ist auf jeden Fall meine Hobbit-Höhle. Ich habe mich da so ein bisschen an dem Film, logischerweise, der Hobbit orientiert. Hier vorne mit so einem kleinen Eingang, hier mit so einem Feld, hier mit einem Feld. Und dann kann man hier reingehen, das soll so ein bisschen rund sein. Dann geht man hier halt mega rein. Mega rund. Mega rund. Noch nie sowas Rundes gesehen. Auf jeden Fall kann man dann hier zur rechten Seite in mein Schlafzimmer reingehen. Hier ist auch so ein kleiner runder Eingang mit zwei Betten, mit einem kleinen Lagerfeuer, mit zwei Kisten, mit Bücherregalen, Rüstungsständer. Und dann kann man hier reingehen und hier ist dann meine Küche. Und da werden wir heute ein bisschen weiter dran arbeiten. Bevor gehen wir allerdings hier mal ganz kurz schlafen, legen uns ins Bettchen rein mit einer Fackel hier schön in der Hand. Und das, was wir heute nämlich machen werden, ist, was ich ja gerade schon gesagt habe, erstmal uns hier um die Küche kümmern. Ich weiß nicht, wie weit wir heute kommen werden, weil ich heute auch nicht so viel Zeit habe. Jedoch möchte ich hier erstmal eine kleine Sitzecke hinbauen. Dafür benötige ich nämlich erstmal Sandsteintreppen. Sandra, weißt du, wie man Sandsteintreppen craftet? Ich weiß entweder, was Sandsteine ist und was Craften ist. Ich kenne nur Craft-Bier. Wir haben ja auf jeden Fall 5 Sandsteintreppen noch gerade in unserer Kiste gehabt. Deswegen werde ich die einfach mal hier platzieren. Denn das hier wird unser kleiner Sitzbereich sein. Und jetzt benötigen wir Fichtenholz-Falltüren. Sandra, weißt du, wie man Fichtenholz-Falltüren craftet? Was ist Craften? Du nimmst was und machst daraus was anderes. Ja, dann mach doch. Hab ich. Ja, schön. Und das soll jetzt dein Tisch sein? Nee, die platziere ich jetzt hier und hier und das hier ist jetzt unser Tisch. Warum schwebt der in der Tür? Du hast gar keine Schrauben benutzt. Ist hier so eine laute Spinne? Hörst du das? Wo? Ich höre hier die ganze Zeit Spinnen. Luca, das Video hat nicht 6 Millionen Aufrufe. Doch. Du willst mich verarschen. So eine Scheiße. Du willst mich verarschen, oder? Wie peinlich, Alter. Sandra meint das Video, an dem ich mich hier die ganze Zeit orientiere, denn wir wollen natürlich heute auch ein bisschen weiter vorankommen. Dafür habe ich hier Ziegel schon vorbereitet, mit denen ich mir einen weiteren Blumentopf machen werde. Beziehungsweise habe ich hier sogar noch einen Blumentopf. Dann kann ich hier auch einen Pilz nehmen. Warum atmest du so laut? Weil das Spiel scheiße ist. Warum bist du so? Lass dich doch ein bisschen drauf ein. Ist doch schön. Guck mal hier mit der Sonne, die hier ich so reinscheint. Schau mal, da. Wow. Und jetzt? Soll ich heulen? Wir gehen jetzt auf jeden Fall wieder hier rein in meine Küche und jetzt kann ich hier drauf den Blumentopf setzen, zusammen mit einem Pilz. Dann haben wir hier so ein bisschen was drin stehen. Sieht schön aus, oder?
Geiler Pilz, ich sehe nur 3 Pixel. Wow. Diese KD-Qualität, Mashallah, Alter. Jetzt müssen wir uns allerdings einen Rahmen craften und für den Rahmen benötigt man Leder. Deswegen, Sandy, müssen wir jetzt leider auf die Suche gehen nach Kühen, um eine Kuh zu töten. Ist das ja eine Kuh? Weiß ich nicht, bei dem Pixel erkennt man das Tier gar nicht. Was denkst du, ist das hier für ein Tier? Ein Schwein wegen Bunzen. Nee, das bist du. Perfekt, wir suchen jetzt auf jeden Fall... Was ist das denn, Alter? Das hier ist eine Kuh. Nee. Es tut mir leid, ich will eigentlich keine Tiere töten in diesem Projekt, aber ich brauche halt Leder. Es hat kein Leder gedroppt. Karma, ne? Was? Karma. Ach, guck mal, hier vorne sind sogar noch mehr Kühe, deswegen können wir jetzt einfach direkt noch eine Kuh töten. Ich weiß, dass ich dafür Hate in den Kommentaren kriegen werde, weil ich hier Tiere töte und es eigentlich nicht machen wollte, weil wir brauchen halt das Leder für die Rahmen und ich weiß nicht, wie ich anders Leder bekommen soll. Deswegen, es tut mir auf jeden Fall sehr herzlich leid. Die Sache ist jetzt anders. Du hast doch Freunde, hast du gesagt. Ich glaube, ich kann besser Minecraft als du. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall das Leder, packen es hier rein und machen außenrum Stöcker. Denn damit können wir uns jetzt 2 Bilderrahmen machen. Die Sache ist jetzt allerdings, dass wir ja da nicht dahin müssen, sondern hierhin. Hast du gerade echt ernsthaft deine Hausnummer verwechselt? Warum klaust du nicht einfach ein Haus, dann musst du nicht mehr selber bauen? Gar nicht mal dumm. Ich platziere auf jeden Fall hier vorne jetzt auch noch einen Bilderrahmen drauf. So, damit haben wir hier einen und hier. Und jetzt können wir hier beispielsweise ein rohes Rindfleisch einfach reinlegen. Dann sieht es so aus, als ob wir hier auf dem Tisch so ein rohes Rindfleisch hätten und die Person wird das gleich essen. In den Bilderrahmen? Ja, warte, aber da kann ich noch kurz was anderes machen. Denn ich kann jetzt 2 Birkenholzbretter nehmen, die hier so hinlegen. Dann kriege ich nämlich eine Birkenholzdruckplatte. Und wenn ich jetzt Shift gedrückt halte, während ich vor dem Rahmen stehe, dann sieht das so aus. Dann sieht das so aus. Ja, sieht aus wie ein Ikea-Schneidebrett. Ja, aber dafür, dass es in Minecraft ist, sieht... Also man erkennt schon, dass das ein Stück Fleisch ist, oder? Nee. Sieht aus wie ein Mund. Ich hasse die Pixel. Ich hasse das Spiel. Wir holen uns hier vorne jetzt auf jeden Fall so eine Kornblume, was auch immer das ist, und craften uns aus den Ziegeln, die wir noch haben, noch einen Blumentopf. Denn ich mag Blumen in dem Projekt, ich mag es generell. Guck mal, siehst du ja hier auch schon, ich habe das alles so ein bisschen natürlich gemacht, mit auch Rosensträuchen vorne dran. Und jetzt können wir nämlich beispielsweise hier vorne auch noch einen hinsetzen mit einer Kornblume dran. Sieht schön aus, oder? Nein. Danke. Wir craften uns jetzt auf jeden Fall noch eine Laterne. Dafür nehmen wir uns hier oben unsere Eisenklumpen raus. Wir haben gar keine mehr. Ist allerdings auch kein Problem, denn dann kann ich einfach so und so machen. Nehme die Eisenklumpen, lege sie hier in den Kreis und nehme mir nun eine Fackel, die ich vorhin in meiner rechten Hand gehalten habe. Packe die in die Mitte, bekomme dadurch eine Laterne. Die benötigen wir gleich. Jetzt, Sandra, würde ich allerdings mit dir auch nicht die ganze Folge bauen wollen, sondern, und das habe ich noch gar nicht gemacht, mir hier so ein bisschen das Dorf anschauen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal am Start an. Der Start des Dorfes ist ja dort hinten und vielleicht finden wir das ein oder andere krasse Item, wie beispielsweise craften. Das hier vorne ist auf jeden Fall das erste Gebäude des ganzen Hauses. Hier ist nur eine Kiste drin mit, oh, mit Brot, mit Kartoffeln, mit einem Fichtensetzling, Farn und noch mehr Brot. Das ist auf jeden Fall ganz geil. Ich wohne einfach hier schon seit keine Ahnung wie langer Zeit, war aber noch keinmal in diesen Gebäuden drin. Hier vorne haben wir auch etwas, und zwar einen Kürbiskuchen. Okay, das ist perfekt, Sandy. Weißt du, warum wir nämlich den den Kürbiskuchen können wir jetzt auf jeden Fall nehmen und den hier vorne reinpacken. Dann sieht es nämlich so aus, als ob wir hier vorne einen Kuchen gebacken hätten oder so. Das Eichenlaub nehmen wir jetzt einfach mal und platzieren es hier und hier, sodass wir auch hier in den Ecken so ein bisschen was Natürliches haben. Ich habe hier gerade die Druckplatte kaputt gelaufen. Ist mir gerade aufgefallen. Also platziere ich die nochmal ganz kurz dran. Und jetzt hier noch eine Laterne, damit es ein bisschen heller ist. Und dadurch bist du berühmt geworden? Durch die Scheiße? Ja. Peinlich. Jetzt ja. Mal ehrlich, Alter. Boah, du kannst gar nicht stolz auf dich sein. Oh, Mausi. Oh. 2 Leder. Okay, perfekt. Wir haben 2 Leder bekommen. Wir brauchen nämlich genau noch 2 Leder für 2 Rahmen, die ich noch in meine Küche hängen muss. Schön. Mach mal. Ich mache mir jetzt aus meinem Glas noch mal ganz kurz eine Glasflasche, denn mit der Glasflasche können wir uns Okay, der ist schon tot. Mit der Glasflasche können wir uns nun zu unserer Bienen...
Wabe bewegen. Ich weiß allerdings nicht mehr, wo das ist. Ich hatte hier eigentlich vor einiger Zeit einen Baum gepflanzt und da war dann plötzlich so ein Bienennest dran. Wenn ihr wisst, wo das war, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Deswegen würde ich die Glasflasche jetzt einfach mal so daran packen an die Wand, denn das ist natürlich auch Deko noch immer für unsere Küche. Die beiden Bilderrahmen platziere ich jetzt nämlich einfach mal so über den Sandtreppen, dass hier einer ist und hier. Und dann packen wir hier beispielsweise eine Süßbeere rein und hier eine Glasflasche. Das hier ist dann auch schon die fertige Küche schlussendlich. Sandy für dich einmal ganz kurz vorgestellt, das hier ist so mein Wasserbecken mit einem Handtuch dran, das hier vorne sind Schubladen, hier vorne kann ich Sachen reinpacken in die Fässer, hier ist so ein bisschen Öfen, hier kann ich was backen, hier kann ich was craften und hier kann ich dann sitzen. Was ist craften? Craften ist, wenn man in Minecraft quasi stirbt. Also, warum hast du dann eine Todesstätte bei dir in zu Hause? Ich hab so ein, ich mag das. Okay. Sieht trotzdem scheiße aus. Und an der Stelle würden Sandy und ich das heutige Video jetzt auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dass ich mal einen Gast hier am Start hatte, der ich das mal so ein bisschen hier zeigen konnte, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt. Morgen kommt eine Nicht-Lachen-Challenge mit Sandra online, wo wir uns Witze vorgelesen haben lassen und dann hatten wir Wasser im Mund und mussten uns anspucken und keine Ahnung was. Also wenn ihr das sehen wollt, dann schaut gerne morgen wieder auf meinem Kanal vorbei um 18 Uhr. Sandy. Ich komme nie wieder zu diesem Minecraft.